Hallo Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 23. Lass uns gemeinsam beten. Herr, wir verstehen nicht immer, was in unserem Leben passiert. Und manchmal können wir dir wirklich nur vertrauen, ohne zu wissen, wie alles ausgeht. Aber wir möchten dich bitten, dass du auch heute durch dein Wort zu uns sprichst, dass wir Gewissheit haben können, dass du alles wohl machen wirst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind gerade mitten in 1. Mose 22 in der dramatischen Geschichte, als Abraham seinen Sohn Isaac opfern soll und er gerade dabei ist, es tun zu wollen. Wir lesen ab Vers 11. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel herzu und sprach: Abraham, Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. Übrigens gibt es zehn Stellen in der Bibel, wo Gott einen Menschen oder eine Stadt Einmal ruft. Wenn ihr mal Zeit und Lust habt, könnt ihr diese Stellen suchen. Und es gibt übrigens auch eine Serie auf Jubil Media über dieses Thema. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Es war offensichtlich für das gesamte Universum. Gott hat es ja vorher schon im Herzen von Abraham gesehen, aber jetzt war es sichtbar für alle dass Abraham wirklich Gott so sehr mochte, so sehr mit ihm befreundet war, dass er glaubte, dass selbst wenn er seinen Sohn gibt, Gott nur das Beste für ihn wollte. Und damit hat er etwas gezeigt von dem Herzen Gottes selbst, der bereit war, seinen Sohn für mich und für dich zu geben. Da hob Abraham seine Augen und schaute und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Witter und brachte ihn als Brandopfer da anstelle seines Sohnes. Hier ist noch eine Lektion. In einer Gesellschaft, in der es viele Menschenopfer gab, wollte Gott noch einmal deutlich machen, dass jemand anderes für den Menschen sterben würde. Dargestellt durch dieses Opfertier seit den Zeiten von Adam und Abel ein Hinweis auf den kommenden Erlöser, auf Jesus. Und Abraham nannte den Ort der Herr, wird dafür sorgen, hat er nicht selbst gesagt, der Herr wird für ein Lamm sorgen. Hier war kein Lamm, hier war ein Widder. Und Abraham verstand, dass Gott noch für ein echtes, also im geistlichen Sinne, ein echtes Lamm sorgen würde, das die Sünde der Welt hinwegnehmen würde, wie Johannes der Täufer später sagt. So dass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und sprach, und er sprach, ich habe bei mir selbst geschworen. Sprich daher, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen Einzigen, nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll an das Tor seiner Feinen Besitz nehmen. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Das ist dieselbe Verheißung, die seit 1. Mose 12 immer und immer wieder wiederholt wird. Aber jetzt Gott. Er schwört bei sich selbst, weil es keine höhere Form gibt, um zu zeigen, wie ernst es ihm ist mit dieser Verheißung. Auch das könnt ihr vielleicht mal studieren, was es bedeutet, wenn Gott bei sich selber schwört. gibt im Hebräerbrief interessante Hinweise dazu. Vers 19. Und Abram kehrte wieder zurück zu seinen Knechten. Und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und Abram wohnte in Beersheba. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da wurde Abram berichtet, siehe. Auch Milka hat einem Bruder Nahor Söhne geboren: Us, den Erstgeborenen, und Bus, seinen Bruder, und Kemuel, den Vater des Aram, und Keset, und Hasu, und Pildasch und Jildaf und Betuel. Betuel aber hatte die Rebekka gezeugt. Milka gebar diese acht dem Nahor, dem Bruder Abrams, und seine Nebenfrau mit Namen Rehuma gebar auch nämlich Tebach, Gaham, Tahasch und Maha. Obwohl Abraham so ein Gott hingegebenes Leben führte, hatte sich trotzdem auch für die Belange seiner entfernteren Verwandten interessiert. Er war nicht völlig abgeschnitten von dem, was seine Freunde, Verwandten, Bekannten betraf. Er hat davon Notiz genommen und auch das sollten wir in unserem Leben tun. Und Sarah wurde 127 Jahre alt. Das sind die Lebensjahre Sarahs. Und Sarah starb in Kirjat-Aber, das ist Hebron, im Land Kanan. Da ging Abram hin, um zu klagen, um Sarah und sie zu beweinen. Da stand Abram auf von seiner Toten und redete: mit den Söhnen Hetz und sprach, ich bin ein Fremdling und Einwohner ohne Bürgerrecht bei euch. Gebt mir ein Erdbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote von meinem Angesicht entfernt begraben kann. Da antworteten die Hethiter dem Abram und sprachen zu ihm, höre uns, mein Herr, du bist ein Fürst Gottes, mitten unter uns, begrabe deine Tote in dem Besten unserer Gräber. Niemand von uns wird dir sein Grab verweigern, damit du deine Tote daran begraben kannst. Seht, wie Abram über sich selbst denkt, als Fremdling ohne Rechte. Und wie die Menschen dort über ihn denken, als ein Fürst Gottes. Sie hatten eine viel höhere Meinung von ihm, als er von sich selbst. Das ist das Kennzeichen eines jeden wahren Christen. Da stand Abraham auf und verneigte sich vor dem Volk des Landes, vor den Hethitern Und er redete mit ihnen und sprach, wenn es euer Wille ist, dass ich meine Tote vor meinem Angesicht entfernt begrabe, von meinem Angesicht entfernt begabe, so hört mich und bittet für mich Ephron, den Sohn Zohas, dass er mir die Höhle Machpela gebe. Die ihm gehört und die am Ende seines Ackers liegt, um den vollen Betrag soll er sie mir zum Erdbegräbnis geben, in eurer Mitte. Und Ephron saß mitten unter den Hethitern. Da antwortete Ephron der Hethiter, dem Abram von den Söhnen Hets vor den Söhnen Hets vor allen, die durch das Tor seiner Stadt aus- und eingingen, und sprach: Nein, mein Herr, sondern höre mir zu, ich schenke dir den Acker und die Höhle, daran schenke ich dir dazu, und schenke sie dir vor meinem Volk. Begrabe deine Tote. Wir haben heute gesehen, dass Gott sein Wort wahr macht in Jesus. Und wenn wir bereit sind, ihm uns, uns ganz ihm anzuvertrauen, alles ihm zu geben, dann erkennen wir etwas über den Erlösungsplan, was kein anderer sonst verstehen kann. Und wir werden zu Menschen, die auch von anderen um uns herum als ja, besondere Menschen wahrgenommen werden. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, Gib, dass wir wie Abraham in den Ereignissen unseres Lebens, unseres Lebens deinen Erlösungsplan erkennen. Und dass wir so leben, dass wir keine hohe Meinung von uns selbst haben, aber dass andere uns sehr schätzen, weil sie dein Wirken in uns sehen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen.